Das ist ja so ein Treiber vom Reva S. Sonntag brauche ich den groß. Jetzt nochmal der Vergleich mit dem die 5 cm breiten Klebeband. Ich habe wohl fast am Ausrasten. Sonntag brauche ich den groß. Leider steht keine Wattzahl, aber angeblich laut Hersteller 10 Watt für das kleine Teil. Dafür, dass das Teil so viel schwingt, selbst in der Box, kommt recht wenig Bass raus. Aber naja, von so einem kleinen Teil wollen wir ja mal nicht so viel erwarten. Jetzt schon das maximale Anhub. Schauen. Also Magnet wird gar nicht warm bis jetzt. Ist gut belüftet. Das Chassis springt auch kaum mit. Verzerrung kann man leider schon hören. Dann können wir das mitmachen. Naja, schon was. Bis dann. Könnte Hammer der Bassboost sein. Der Magnet wird langsam warm. Könnte der Hammer das Feuer weg sein. Ach so. So. Oh. Ich mach mal aus, mein Verstärker. Das habe ich noch nie geschafft. Lol. Mal schauen. Mal das kleine Kärchen anschauen. Erstmal vom Strom lösen. Kann mir ja nichts mehr passieren. Also der Magnet ist noch nicht heiß. Eieiei. Die Schwingspule ist aber heiß.
Magnet. So. Sieht jetzt nochmal so. Die geht's auch ab. Naja, da hatte ich auch schon mal bessere Lautsprecher, die dann nicht gleich kaputt gegangen sind, wenn man voll aufdreht. Selbst mit einem 160 Watt Verstärker beim 10 Watt Lautsprecher. Ich hatte ja hier schon Creative T10 oder T15 Inspire, wie auch immer die hießen. Habe ich auch schon Videos gemacht. Und die sind da nicht klar in die Luft geflogen und hatten auch 10 oder 15 Watt. Das Teil soll ja angebliche 10 Watt haben. RMS, laut dem Hersteller Riva. Beim Riva S sind 3 so eine Lautsprecher verbaut. 3x10 Watt RMS werden angegeben. Tja, also viel ist bei den 10 Watt nicht mehr zu holen. Ist ja auch bloß ein kleiner Lautsprecher. Aber magnetisch ist er ja schon mal. Bis zum nächsten Video.